Ja, hallo meine Nachmassegene, hypertrophie lebende Freunde, wir haben heute ein weiteres Video und zwar gibt es heute mal wieder ein kleines Q&A, weil das letzte Q&A ist glaube ich in etwa 2 Jahre her und es kommen noch immer einige Fragen, sowohl auf YouTube, aber auch viele auf Instagram reingeprasselt und ich dachte mir so ein bisschen möchte ich mal ein paar zumindest ein bisschen umfangreicher beantworten, dementsprechend habe ich hier ordentlich schon gesammelt in den letzten Stunden. Ich kann natürlich nicht alle Fragen beantworten, weil das ist meistens zu viel. Einige doppeln sich natürlich auch. Dementsprechend versuche ich jetzt hier mal einfach random ein paar rauszupicken und die möglichst effektiv bzw. effizient auch zu beantworten, weil das alles immer runterzuschreiben ist halt auch so eine Sache. Ne? Das schafft man halt meistens einfach nicht. Erste Frage: Wie ist es machbar, 2 Wochen nach einer Wettkampfdiät stärker zu sein als davor, also vor Wettkampfvorbereitungsbeginn? Ich habe ja gesagt, dass ich entsprechend schon wieder Kraftzuwächse erzielt habe mittlerweile und relativ gut oder relativ zügig gut rauskam aus der Wettkampfvorbereitung. Dazu muss man natürlich auch vielleicht erstmal differenzieren, über welche Übungen sprechen wir denn jetzt. Der eine oder andere hat mitbekommen, okay, Patrick hatte jetzt gar nicht mehr so wirklich sowas wie Kniebeugen drin, Langhantelbankdrücken war auch nicht dabei. ADLs hat er gemacht, Kreuzheben per se jetzt nicht. Kreuzheben halt per se schon länger nicht mehr drin. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt davon rede, dass ich gleich wieder 250 Kilo Kniebeugen mache oder ob ich in der Beinpresse mein Gewicht relativ gut in der Wettkampfvorbereitung aufrechterhalten konnte und durch dieses Aufrechterhalten plus jetzt die extra Kalorien, plus das extra Gewicht, was ich jetzt on top habe, nicht dadurch stärker geworden bin, weil ich per se in der Wettkampfvorbereitung durch den erhöhten Fokus stärker geworden bin. Ähnlich ist es halt auch bei den Brustmaschinen letzten Endes, die ich ausgiebig genutzt habe und weiterhin auch nutze, sowohl Incline als auch die Flatbench-Imitation im Fit One, weil die Maschinen einfach genial sind, ich einfach ein sehr, sehr gutes Feeling in der Brust habe und mir die Maschinen in dem Fall viel, viel mehr geben, als es jetzt beispielsweise ein Langhantelbankdrücken tut. Ich habe in der Vergangenheit ja auch schon häufiger gesagt, so ein Kurzhantelbankdrücken hat bei mir häufig über den Zeitverlauf mehr, zumindest gefühlt, Erfolge gebracht in der Brust. Die, die mich schon länger kennen, wissen auch, dass ich eher von der schwächeren Brust her kam, also 2011 sah das Ganze noch ganz anders aus, in dem Sinne, dass ich eher noch so gen Pancake-Brust unterwegs war und wer jetzt meine Sidechest kennt, weiß, dass da ordentlich Fleisch dazugekommen ist und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich so mit dem klassischen Langhantelbankdrücken, das ist einfach keine Übung für mich. Ich baue sie zwar immer mal wieder über die Jahre ein und versucht da dann wieder stärker zu werden, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, wenn du gute Maschinen hast, dann kannst du da teilweise deutlich besser fahren, als zwangsweise sich einen drauf aufzugeilen, dass man, keine Ahnung, 150 Kilo als Bodybuilder drückt einmal, aber ansonsten die Brust halt relativ bescheiden aussieht. Ne? Aber das Thema will ich jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, also ich konnte in den Maschinenübungen entsprechend stärker werden, weil ich entsprechend meine Deload-Einheiten gepaart mit den Dietbreaks hatte, weil ich natürlich zum Ende der Wettkämpfe schon einen gewissen Deload dann auch wiederum hatte, weil ich nicht so viel trainieren konnte, wie ich vorher trainieren konnte, schon zweimal mit den Carbs hochgegangen bin etc. und dann natürlich voll geladen dann gleich wieder in die in den Aufbau starten konnte. Und ich habe ja gesagt, dass mich die Vorbereitung jetzt nicht so zersägt hat wie die Male davor. Also es ist immer wieder besser geworden im Zeitverlauf und dieses Mal bin ich halt extrem gut rausgekommen, so dass ich sagen konnte, okay, nach kürzester Zeit hatte ich eigentlich kein Feeling mehr, so von wegen, dass mein Körper noch Zeit braucht, um zumindest von der Performance her wieder auf dem Dampfer zu sein. Man muss natürlich sagen, so einige andere Reaktionen, wie zum Beispiel, wenn ich viel gefressen habe, sowohl Kalorien plus als auch ordentlich salzhaltig, da habe ich immer noch ein bisschen Nachwehen in der Form, dass ich dann manchmal einfach aufgehe wie so ein Hefekloß. Ist schon besser geworden, aber ja, so ganz weg ist das jetzt auch noch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, Implementierung von Diet Breaks, von Deloads,
wenn es sinnig ist. Ne? Man muss nicht immer in jedem Diet Break zwangsweise einen Deload fahren, aber wenn man entsprechend sein Volumen so getaktet hat, dass es im Zeitverlauf vielleicht auch nicht mehr regenerierbar ist, gerade in dem hohen Defizit, dann macht das durchaus Sinn und dann werdet ihr auch besser rauskommen aus der Vorbereitung, als ihr es tun würdet, wenn ihr komplett durchdiäten würdet. Und das war bei mir jetzt auch, was bisher die cleverste Planung war, entsprechend auch der Fall. So, nächste Frage. Was hilft gegen Schulterschmerzen? Ja, entweder zum Beispiel der Gang zum Arzt bzw. eine Konkretisierung. Ne? Also in der Schulter können es einfach so viele Sachen sein, die dir irgendwie Wehwehchen bereiten. Und da macht es schon Sinn, besonders wenn es jetzt nicht nur mal so ein kleines Zwicken ist, dann halt entsprechend auch den Fachmann, sei es jetzt Sportarzt oder einen Physiotherapeuten, da mal rangehen zu lassen, beziehungsweise sich erst die Diagnose zu holen und dann vielleicht zur Physiotherapie. Aber häufig sind es halt in unserem Sport auch muskuläre Geschichten, dass man dann sagen kann, man geht das mal sinnig an, anstatt sich irgendwie über Instagram von jemandem was per Fan-Diagnose sagen zu lassen, obwohl es dann auch noch fünf andere Sachen sein können. Aktuelle Kopfhörer fürs Training, also ich habe die JBL E50, glaube ich, oder E500. Die habe ich mir günstig geschossen in der Rabattaktion. Ich muss sagen, also an sich sind die ganz geil vom Sound her und auch das Mikro passt, wenn man die anhat und dann redet. Aber trainingstechnisch jetzt bezogen, so über Kopfgeschichten, dafür sind die halt nicht geeignet, weil es eigentlich kein Sportkopfhörer sind. Da greife ich dann tendenziell doch nochmal zu meinen normalen Kabelkopfhörern zurück. Also da habe ich jetzt auch keine konkrete Empfehlung. Wenn hier jemand am Start ist, der richtig, richtig gute Kopfhörer fürs Training verwendet, wo er sagt, okay, er kann Handstand machen, alles Mögliche, er kann ein Headbang machen und hat nie Probleme, dass irgendwie Kopfhörer verrutschen oder wenn es schwitzig wird, kann er es gerne unten in die Kommentare hauen, da kann ich auch noch welche gebrauchen. So, ich score hier nochmal ein bisschen durch. Was mir jetzt hier zweimal gleich aufgefallen ist, ist die Frage nach Volumen oder Intensität oder Volumen versus Intensität, weil das hier und da, ich habe es auch so ein bisschen mitbekommen, mal wieder so ein bisschen Thema war, dass natürlich viele jetzt mittlerweile dahin gehen, dass sie sagen, okay, mach immer mehr Volumen und kommen dann irgendwann in so eine Volumenfalle, es geht nicht weiter voran, okay, ich muss noch mehr Volumen machen, um halt irgendwie Gains zu erzielen, was nicht zwangsweise immer der Fall ist, weil ihr müsst natürlich irgendwo in einem gewissen Maße intensiv trainieren. Und wenn ihr eine gewisse Intensität an den Tag legt, könnt ihr nicht einfach immer mehr Volumen machen. Das beißt sich halt ganz einfach. Das ist genau das gleiche, als wenn ihr sagen würdet, ihr trainiert jeden Tag ganz Körper und macht jeden Tag 20 Sätze für die Brust. Also ihr könnt ja nicht auch einfach die Frequenz gnadenlos für die Brust erhöhen und gleichzeitig sagen, ich mache maximal viele Sätze. Genauso läuft's mit der Intensität. Das Problem ist halt, dass das so eine als so eine Entweder-Oder-Geschichte gesehen wird und dann gesagt wird, oh, entweder trainierst du intensiv oder du trainierst halt mit Volumen. Aber beides muss ja natürlich in irgendeinem Maße aufeinander abgestimmt sein. Wenn ich sage, ich erhöhe die Intensität, womit da meistens gemeint ist, ich trainiere härter, ich mache vielleicht nochmal ein paar mehr Dropsätze, ich arbeite hier nicht mit RPI 5, sondern immer mehr oder weniger gegen Muskelversagen, obwohl das auch immer so eine Geschichte ist. Jeder, der so ein bisschen meinen Trainingsansatz kennt, weiß, dass ich auch nicht viel davon halte, mit RPI 5 oder 6 zu trainieren, beziehungsweise umgedreht dann zu sagen, ich lasse 4, 5 Reps im Tank, weil das die meisten einfach nicht können. Das ist einfach Fakt, also das ist nachgewiesen, das sieht man immer wieder. Also entweder trainieren die Leute wie die letzten Lappen oder sie machen einen auf Hardcore und trainieren dann aber in dem Fall asozial. So, das bedeutet, sie trainieren teilweise, als wenn sie eine geistige Behinderung haben. Okay. Was dann auch nicht irgendwo die Zielsetzung ist. Und dann heulen sie wiederum, dass sie sich verletzen. Der sinnige Mittelweg ist natürlich, intensiv zu trainieren und dabei halt kontrolliert die Übungen auszuführen. Und gerade in den Übungen, wo man das Verletzungsrisiko maximal reduzieren kann, kann man natürlich auch intensiver dann noch trainieren, ohne Gefahr zu laufen, sich zu verletzen. Beziehungsweise diese Übungen halt häufig auch diejenigen sind, die dann vielleicht nicht so viel
Ermüdung kumulieren und wo man dann halt auch entsprechend all in gehen kann, ohne Gefahr zu laufen. Also jeder Athlet, der zu mir kommt, der wird immer intensiv trainieren. Also ich bin absoluter Freund von hartem Training und anhand des harten Trainings mit einer gewissen Konstante, klar, einen gewissen Schwankungsbereich kannst du mit drin haben, zwischen Intro-Woche und Overreaching-Woche oder hast du nicht gesehen. Anhand dessen wird dann irgendwo das Volumen kalkuliert, aber es ist keine Entweder-Oder-Geschichte, weil ohne intensives Training, ja, du brauchst dir keinen dran aufgeilen, dass du irgendwie 30 Sätze für die vordere Schulter machen kannst und immer noch kein Overreaching-Symptom hast und so hart bist, weil du jetzt 40 Sätze machst, weil dann machst du einfach irgendwas falsch, ne? Also, wir hatten ja auch die Bereiche, dass du einen gewissen Bereich hast, in dem du Fortschritte machen solltest, aber wenn natürlich deine Arbeitssätze, wenn deine Overreaching-Woche leichter ist als meine Deload-Woche oder meine Aufwärmsätze, dann brauchen wir gar nicht anfangen, hier drüber zu reden. Und das ist meines Erachtens häufig ein ja, missverstandenes Konzept zwischen Intensität, Volumen und teilweise auch Frequenz, obwohl Frequenz mittlerweile verstanden wurde, dass man halt nicht 6-mal die Woche Brust trainieren kann und dann immer noch die gleiche Satzanzahl pro Training machen kann. Da ist dann natürlich wieder gefragt, so ein bisschen Mikroperspektive, wie viele Sätze muss ich dann pro einzelne Trainingseinheit vielleicht auch machen, um einen adäquaten Reiz in einer Trainingseinheit zu setzen. Und da kommen wir wieder in Geschichten wie, wiesinnig ist jetzt GK, OK, UK, wiesinnig ist jetzt 5er Split, weil ich da mehr Sätze habe und maximalen Reiz, wie viele Sätze muss ich in der Oberkörper-Unterkörper-Einheit machen, damit ich überhaupt genug, also damit der Reiz groß genug ist, dass die einzelne Trainingseinheit irgendwo auch ja quasi Muskelwachstum induziert. Ne? Ich kann natürlich immer meine Wochenbrille aufsetzen und sagen, hier GK, ich mache jeden Tag 2 Sätze Brust oder Rücken und habe dann über die Woche gesehen 14 Sätze. Aber die Frage ist, sind diese Sätze dann auch effektiv genug? Und da wäre natürlich auch Intensität wieder so ein entsprechender Punkt, wo man dann ansetzen müsste. Das ist natürlich ein komplexes Thema und ich weiß schon, wenn wir jetzt in Wien sind, in unserem Trainingsbootcamp, dass wir darüber auch wieder stundenlang reden werden und da kann man auch stundenlang drüber debattieren, was jetzt wie, in welchem Umfang besser ist und da hat man immer verschiedene Ansichtsweisen oder verschiedene Ansätze, die nicht unbedingt, wo nicht unbedingt immer eine Sache komplett richtig oder falsch ist. Ne? Genauso ist es ein Unterschied mit den Wiederholungsbereichen, dass der eine ein bisschen besser im niedrigen oder im höheren Wiederholungsbereich performt, etc., etc. Das wäre vielleicht nochmal ein Ding für vielleicht ein neues oder für ein einzelnes Video, wo man das nochmal ein bisschen strukturierter auseinanderklabüstet. Oder ich könnte halt auch in Wien zusammen mit den Jungs ein Roundtable draus machen und darüber sprechen. Da könnt ihr gerne mal was in die Kommentare hauen, falls euch das Thema ein bisschen umfassender ja, interessiert. Noch, also Intensität versus Volumen, wie sollte man tatsächlich verfahren, weil Volumenfalle ist nämlich auch so ein Thema, in die mittlerweile viele bei dem aktuellen, man könnte schon fast sagen, Volumenhype, ja, wo viele reintreten. Nächste Frage, möchtest du mal bei Nicht-Netty-Wettkämpfen teilnehmen, DJ, Classic, etc., wäre interessant. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich eigentlich dieses Jahr auch an der Dennis James Classic teilgenommen hätte, wenn das terminlich jetzt nicht sich gebissen hätte. Also Universe und Dennis James Classic ist auf ein Datum gefallen. Ich gehe mal davon aus, dass ich, wenn es nächstes Mal passt, halt zumindest an der Dennis James Classic teilnehmen werde. So, dann ist natürlich noch eine Frage, in welcher Klasse denn? Machst du Classic Bodybuilding oder machst du die normale Bodybuilding-Klasse und ich glaube, für die Classic Bodybuilding-Klasse bin ich dann auch schon zu schwer. Also zumindest Amateure, weil ich glaube, die dürfen gar nicht so schwer sein. Und ich glaube, ich könnte mich zumindest, wenn es eine 90-Kilo-Klasse gibt, ich weiß jetzt, ich habe das Reglement jetzt nicht mehr so ganz im Kopf mit den Classic Bodybuilding-Einteilungen, aber wenn es eine 90-Kilo-Klasse zumindest beim Bodybuilding gibt, wäre das eine Klasse, in die ich, glaube ich, ganz gut reinpassen könnte. Are you sure about that? Ne, man muss dann natürlich gucken, wie schwer ich dann zum nächsten Mal bin, wenn ich wieder eine Vorbereitung mache. Dieses Mal ja mit den guten 89 Kilo schon sehr, sehr gut vollgeladen. Da müsste ich dann vielleicht gucken, okay, das ist
zum Einwiegen hin passt. Das Problem ist natürlich, ich glaube, das ist immer am selben Tag. Ne? Und dann ja, ist natürlich so mit dem Vollladen so eine Sache. Und man muss natürlich ganz klar sagen, da muss ich auch klar maximal prall und hart kommen, um nicht wie ein Ast dann gegen die anderen Jungs auszusehen. Wie viele Sätze für den Bizeps, wenn er nicht wachsen will? So, das Ding ist halt, man kann natürlich immer maßlos, da kommen wir wieder an den Punkt, Volumen erhöhen. Dann erhöht man immer mehr das Volumen und merkt, okay, es passiert immer noch nichts. Man erhöht mehr das Volumen, weil man denkt, okay, vielleicht mache ich nicht genug, vielleicht ist man hier auf ja Erhaltungsvolumen, weil man persönlich so viel Volumen braucht für den Bizeps, weil man vielleicht nicht die beste Genetik für den Bizeps hat. Und dann kloppt man immer mehr rein und merkt, es passiert halt nichts und hat dann vielleicht irgendwie, ja, haut sich dann vielleicht noch eine Sehnenentzündung oder sonst wo eine Überlastung rein. Und das ist manchmal so ein bisschen der verkehrte Ansatz, weil wir müssen natürlich sagen, okay, der Bizeps müsste halt auch, wenn vielleicht nicht optimal, auch mit einem geringeren Volumen wachsen. Zumindest wenn ich jetzt nicht kompletter Todes-Elite-Athlet bin, was die wenigsten von uns sind. Und dementsprechend muss ich dann eigentlich eher dahin gehen, wieder zu sagen, okay, vielleicht stimmt entweder vielleicht die A-Variante mit meiner Intensität, da sind wir wieder an dem Punkt, was nicht, vielleicht mit meiner Frequentierung auch nicht, also ich mache vielleicht in einer Trainingseinheit übelst viele Sätze, ist vielleicht für mich jetzt suboptimal, weil spätestens nach der Hälfte des Volumens mein Arm schon komplett tot ist und da eigentlich sowieso nichts mehr geht und ich eigentlich nur noch Junk-Volume zusammenkloppe. Oder es ist natürlich irgendwo so eine Muscle-Mind-Connection, dass ich sage, hier, ich komme gar nicht richtig in den Bizeps rein oder meine Ausführung stimmt nicht. Oder ich esse halt einfach nicht genug. Das ist halt auch immer so ein Ding, dass viele halt einfach nicht schwerer werden. Also wie gesagt, also schaut erstmal, dass ihr schwerer werdet. Ne? Also ihr müsstet zumindest fett werden. Wenn ihr nicht mal fett werdet, dann esst ihr halt einfach nicht genug. Ne? Muskelmasse ist das eine, wenn es nicht Muskelmasse ist, dann werdet ihr wenigstens fett, ansonsten esst ihr zu wenig. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ne? Wenn, natürlich, wenn ihr euch eine Scheiße reinhaut und die ganze Zeit Dünnpfiff habt, dann könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt. Ne? Da müsst ihr natürlich vielleicht auch so ein bisschen Optimierung betreiben, was Absorption angeht, aber das würde jetzt hier einen Rahmen sprengen. Also erstmal zunehmen, so, dann schauen, okay, treffe ich überhaupt einen Bizeps? Merke ich überhaupt, dass ich einen Bizeps trainiere? Treffe ich den Bizeps? Okay. Wie intensiv ist denn tatsächlich mein Training? Ne? Ist vielleicht der Ansatz, den ich jetzt habe, weil ich immer sage, okay, ich will jetzt nicht jedes Mal zum Muskelversagen gehen, ist er vielleicht nicht das Richtige für eine Bizepsmuskulatur, die ja per se häufig nicht so langen Regenerationsbedarf auch hat, ne? Und jetzt auch vielleicht nicht so viel Ermüdung kumuliert und wenn ich jetzt nicht ganz bescheuert trainiere, jetzt auch nicht so ein großes Verletzungsrisiko, dann könnte ich da vielleicht auch mal härter reingehen. Und dann könnte ich hergehen und sagen, okay, vielleicht stimmt was von der Frequentierung nicht. Vielleicht sollte ich mein Volumen anders aufteilen, ein höheres Volumen wählen oder vielleicht auch gar mal, wenn ich schon sehr, sehr hoch vom Volumen bin, einen Schritt zurückgehen und vielleicht die Qualität meiner Sätze erhöhen. Also es ist nicht so Schwarz-Weiß-Geschichte. Ne? Es ist häufig auch im Coaching oder sonst wo, in der Wettkampfvorbereitung, hast du nicht gesehen, kein Schwarz-Weiß. Weiß, auch im Aufbau nicht, du musst Dreier-Split fahren, nur so machst du Gains. Es sind viele Ansatzpunkte und das kann man natürlich strukturiert abarbeiten. Wenn man alles gleich lässt, ändert man an der einen Geschichte was, sieht man, passiert was, passiert nichts, okay, ändere ich an der anderen Geschichte was. Wenn ich natürlich komplett alles von vornherein sage, okay, ich ändere jetzt Frequenz, Volumen, Essen, Übungen, hast du nicht gesehen, dann kann das einen positiven Effekt haben, kann auch frischen Wind bringen, kann auch Motivation mit reinbringen, ist aber nicht immer unbedingt der beste Ansatz, weil ich dann nicht im Nachhinein sagen kann, okay, was war es denn jetzt? War es alles? War es jetzt nur eine Volumengeschichte? War es eine Technik-Übungsgeschichte oder hast du nicht gesehen? Ja, dementsprechend da nochmal vielleicht so gedankentechnisch auch für andere ja, Muskelgruppen sinnig. Wie hast du deine obere Brust so zum Explodieren gebracht? Da muss ich ganz klar sagen, mir hat sehr, sehr geholfen, dass ich mich wieder extrem auf Maschine konzentriert habe. Incline Bench, Hammer Strange Maschine und die fühle ich eigentlich mega gut.
Das heißt eigentlich, ich fühle sie mega gut und besonders dann, wenn ich nicht allzu schwer gehe. Ich muss auch sagen, im Brustbereich muss ich auch nicht allzu schwer gehen, auch wenn ich immer mal wieder dazu tendiere, was eigentlich häufig für mich persönlich auch unclever ist, weil das eher die Geschichten sind, die bei mir Verletzungen hervorrufen in der Schulter und eben nicht für den Brustbereich irgendwo ab 8 und höher. Ne? Wenn ich dann sage, okay, ich muss mal wieder auf 5er Reps eine Incline-Bench raushauen, weil ich einfach mal sehen möchte, was geht. Dementsprechend muss ich da sagen, super Fortschritte mit erzielt, natürlich immer in der Kombination mit den entsprechenden fliegenden Ausführungen und dann gepaart mit dem Volumen, was ich zuletzt gefahren habe und natürlich der langen Aufbauphase. Ich muss natürlich sagen, die 3 Jahre sind für mich eine lange Zeit des Aufbaus, wenn man berücksichtigt, ich bin jetzt 11 Jahre dabei, aber ich habe natürlich jetzt auch schon wie viele Wettkämpfe gemacht? 5, 6 Jahre. Da muss man immer die ganze Wettkampfzeit abziehen und dann hat man plus die Post-Competition-Zeit, wo du vielleicht erstmal wieder reinkommen musstest, dieses Mal besser rausgekommen als vielleicht die letzten Male. Da muss man natürlich viel Zeit, viel Aufbauzeit abziehen. Und wo man dann sagen muss, in Relation dazu sind 3 Jahre für mich persönlich viel Zeit, in der ich aufbauen konnte und die haben es natürlich auch mitgebracht. Zeit ist und bleibt nun einfach mal so der entscheidendste Faktor, wenn ihr konstant beim Training bleibt. Da ist vielleicht nicht mal so entscheidend, okay, ob ihr im ersten Jahr Oberkörper, Unterkörper gemacht habt und im zweiten Jahr Push-Pull-Beine oder am Anfang einen 5er-Split gefahren habt und dann nachher Oberkörper, Unterkörper. Wenn ihr im Vergleich zu anderen konstant dabei bleibt, intensiv trainiert, ne, euer Training ordentlich durchhaut, ordentlich esst etc., das ist letzten Endes entscheidend, wie gut ihr dann aussieht mit den Jahren. Und da gibt's halt einfach genug, die belügen sich da selbst. Die haben immer mal wieder zwischendrin gute Auszeiten, die sie sich gönnen, in denen sie nicht so intensiv trainieren, in denen sie nicht so gut auf die Ernährung achten und sich dann wundern, warum sie nach 10 Jahren nicht so aussehen wie XY. Natürlich spielt auch Genetik mit rein, aber viele sind halt einfach, neben der Tatsache, dass sie vielleicht nicht die besten Athleten sind, ne, man muss natürlich sagen, Genetik spielt immer mit rein, in jeder beschissenen Sportart. Das will bloß keiner irgendwie oder viele nicht so gerne kapieren, dass das halt auch äußerst relevant ist dafür, wie gut du jetzt vielleicht am Eisen bist und wie gut du natürlich dann vielleicht auch Gewichte bewegen kannst, wie schmerztolerant du bist, wie sportlich geeignet du im Allgemeinen vielleicht bist und wie gut du natürlich Muskelmasse aufbauen kannst. Ne? Komischerweise wissen es ja genug, dass wenn sie 5-mal die Woche zum Fußball gehen und Fußball spielen gehen, dass sie nicht zwangsläufig in die erste Bundesliga gehören, ne? Und vielleicht auch nicht unbedingt das Zeug dazu haben oder wenn sie 5-mal die Woche Basketball spielen. Aber irgendwie im Bodybuilding gilt manchmal so ein bisschen die Erwartung, okay, wenn ich jetzt häufig zum Training gehe, dann muss ich ja per se zu den Top-Leuten gehören. So, jetzt geht Siri an. Und das ist halt ganz einfach nicht der Fall. Also ich habe auch früher Fußball gespielt, war vielleicht jetzt nicht scheiße, aber ich war halt auch nie so, dass ich sagen würde, ich war jetzt extrem gut. Da haben einige immer so ein bisschen, ja, eine kleine Selbstverblendung, was ihre Fähigkeiten angeht. Vielleicht wäre es im E-Sports damals noch was bei mir geworden, wenn ich einen eigenen Rechner gehabt hätte oder sonst was, aber damals war es noch lange nicht so groß und nicht so erstrebenswert. Dementsprechend ist es jetzt das Bodybuilding geworden und ich denke mal, da bin ich ganz gut angekommen. Aber Handball zum Beispiel, ich habe auch mal Handball gespielt, das wäre halt auch nie was geworden. Nie. Ich weiß gar nicht, wie ich Handball spielen konnte, ich kann nicht mal werfen. Um zur oberen Brust zu kommen, meine Brust ist natürlich von den Ansätzen her ganz gut zusammengepaart mit der Schulter, ganz gut strukturiert, dass das immer ganz schön mächtig aussieht, wenn ihr zum Beispiel auch von Dennis James euch die Brust anguckt oder von einem Arnold, die sieht anders aus wie vielleicht von einem Markus Rühl oder so. Da gibt's ganz unterschiedliche Strukturen, die dann natürlich, wenn ihr dann eine ordentliche obere Brust habt, das Ganze anders aussehen lassen, gerade in solchen Posen wie der Side Chest. Und wenn man das natürlich da noch ordentlich Fleisch drauf bekommt und für mich einfach das A und O, dann entsprechende Incline Bench und dann die entsprechende fliegende Ausführung, dann der Zeitfaktor dazu und in gewissem Maße natürlich der Progressionsblick oder der Blick mit der Progressionsbrille auf die Steigerung der Leistung, in welcher Form auch immer, läuft das.
Jetzt habe ich den Faden verloren. So, ich merke schon wieder, ich springe hier so ein bisschen den zeitlichen Rahmen, deswegen gibt es jetzt nur noch eine Frage. Wenn ihr noch ein Q&A haben wollt, dann gerne das Ganze nochmal in die Kommentare hauen, beziehungsweise ihr könnt hier auch nochmal gerne unter dem Video Fragen stellen, und wenn da irgendwelche Fragen dabei sind, die vielleicht auch ja extrem geliked werden oder wo extrem viele drunter schreiben, ja, das interessiert mich auch, dann werde ich die Fragen auch definitiv in Zukunft, in naher Zukunft auf jeden Fall, ihr wisst, was das bei mir bedeutet, beantworten. Also Deloads skippen für mehr Volumen übers Jahr und somit mehr Gains sinnvoll. So, und da muss ich ganz klar sagen, no, God, please, no, 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 no! Mein Junge, du hast nicht verstanden, wann Deloads einzubauen sind. Weil wenn du, beziehungsweise du hast die ganze Geschichte mit dem Volumen und Volumenerhöhung und Deloads sind notwendig, nicht so ganz verstanden. Weil nur wenn du ausreichend intensiv und mit ausreichendem Volumen trainierst und einer ausreichenden Frequenz, dann willst du Deloads brauchen. Wenn du sagst, du brauchst sie eigentlich nicht, dann ist das halt einfach nicht der Fall, ne? Es kann ja sein, dass dein Setup so ist, dass du sagst, okay, du hast einen 5er-Split und das Volumen ist so, dass du von Woche zu Woche immer wieder regeneriert bist, weil du nur einmal die Woche jede Muskelgruppe trainierst, dann ist das in Ordnung, aber dann musst du keinen Deload einbauen, ne? Also das ist Käse. Und dann ist natürlich sinniger, du trainierst durch, sofern alle Strukturen das so mitmachen. Normalerweise ist es so, wenn halt das Intensitätsniveau entsprechend hoch ist und das Volumen oder eine gewisse Volumenprogression in deinem Trainingsplan mit drinne hast, dass du es irgendwann nicht mehr verkraftet kriegst. Sei es jetzt vom zentralen Nervensystem her, dass alles nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll, oder halt deine Sehnen und Bänder oder Gelenke so langsam sagen, könnte man eine Pause gebrauchen und anfangen zu schmerzen und du immer weitere Probleme hast, dann macht es natürlich Sinn, Deload zu machen. Dann kannst du nicht einfach darauf weiter trainieren. Kannst du machen, aber dann verletzt du dich und dann hast du eine längere Pause, dann hast du deinen Deload und dann verkackst du halt damit. Das soll jetzt so ein bisschen zum Abschluss gewesen sein. Ich hoffe, der war die ganze Zeit einigermaßen scharf. Ich habe nur gesehen, dass er zwischendurch mal kurz unscharf gestellt hat, weil ich hier so ein bisschen viel rumgefuchtet hat. Ich kann gar nicht mehr sprechen, ey. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Für mich geht's jetzt erstmal nach Paris mit Ellie zusammen. Unser 10-jähriges Feiern, also Silvester jetzt. Und danach geht's mit Daniel, Marco, Sebastian, Dennis und Frederik erstmal nach Wien. Und da gibt's noch ein kleines Trainingsbootcamp. Wie gesagt, wenn ihr nochmal mehr zum Thema Intensität versus Volumen haben wollt und in den Kommentaren, wenn ihr irgendwelche Fragen spezifisch beantwortet haben wollt und viele die hören wollen, unten in die Fragen. Ansonsten, meine Freunde, gebt doch einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Q&A gefallen hat. Kommentiert gerne auf jeden Fall, wenn ihr was zu kommentieren habt. Ansonsten definitiv den YouTube-Hashtag-Algorithmus-Kommentar. Ich finde gut. Denkt daran, dass ihr aktuell noch für wirklich kurze Zeit jetzt noch bis zu 37% im Shop geiern könnt bei Powerstar mit Code Patrick. Also nochmal, die letzten Tage sind angebrochen, bis der Winter Sale quasi vorbei ist. Also wenn ihr euch nochmal eindecken wollt, dann macht es auf jeden Fall jetzt. Lager ist eröffnet. Dementsprechend denke ich mal, wir sehen uns dann mit so einem kleinen, aber feinen oder mehreren kleinen, aber feinen Videos aus Wien zurück. Das wird eine richtig geile Geschichte, da freue ich mich richtig drauf. Also zusammengefercht mit einem Haufen Athleten, die die ganze Zeit nur ans Trainieren und Essen denken und die ganze Zeit nur darüber reden. Genau mein Element. Dementsprechend wünsche ich euch einen guten Rutsch, guten Start ins Jahr 2020. Ich hoffe natürlich, dass alles, was ihr euch vorgenommen habt an Zielen, könnt ihr dann entsprechend auch im kommenden Jahr so umsetzen oder so weiterverfolgen, wie ihr es jetzt ohnehin schon getan habt. Und meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Jahr.